Du sollst Buchungssätze in Konten eintragen und hast aber keinen Plan, wie du dies bewerkstelligen sollst, dann nimm dir ein paar Minuten Zeit und schau dir das nachfolgende Video an. Ich verspreche dir, bald wirst du Meister darin sein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Boo Education. Im vorangegangenen Video zum Thema doppelte Buchführung haben wir unseren ersten Buchungssatz erstellt. Es ging um den Kauf eines Schreibtisches. Dieser zählt zur Geschäftsausstattung im Wert von 2000 Euro. Bezahlt haben wir den Schreibtisch bar, also mit Hilfe der Kassa. Und damit lautete unser erster Buchungssatz Konto 0600 Geschäftsausstattung mit 2000 Euro auf der Sollseite an Konto 2700 Kassa mit dem Betrag von ebenfalls 2000 Euro auf der Habenseite. Du hast das Video noch nicht gesehen oder kannst dich vielleicht nicht mehr daran erinnern? Dann schau dir dieses gerne an. Ich verlinke es dir nun hier oben. Nochmals kurz zur Erinnerung. Sowohl das Konto 0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung wie auch das Konto 2700 Kassa sind aktive Bestandskonten. Eben deshalb, weil sie auf der Aktivseite der Bilanz zu Hause sind. Das Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde mehr. Wir haben ja mehr Schreibtisch nun im Unternehmen. Daher Buchung auf der Sollseite. Das Konto Kassa wurde weniger. Und wir wissen ja, wenn ein Konto, das auf der Aktivseite, also auf der linken Seite zu Hause ist und weniger wird, dann wird auf der anderen Seite gebucht, nämlich auf der Habenseite. So, und damit wenden wir uns wieder unserem Buchungssatz zu. Unsere heutige Aufgabe ist es, diesen Buchungssatz, also Geschäftsausstattung an Kassa, nun in die entsprechenden Konten einzutragen. Dabei musst du wissen, obwohl beispielsweise das Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Bilanz nur auf der Sollseite, also im Aktiver, auftaucht, so hat auch dieses Konto eine Soll- und eine Habenseite. Gleiches gilt für das Konto Kassa, wie für jedes andere Konto. Unsere heutige Aufgabe ist es nun, diesen Buchungssatz in ein sogenanntes T-Konto einzutragen. Und wie so ein T-Konto aussieht, das siehst du hier. Ich habe dir gleich zwei Konten mitgebracht. Einmal das Konto 0600 Geschäftsausstattung und einmal das Konto 2700 Kassa. Genau diese beiden Konten benötigen wir ja für unseren Buchungssatz. Nochmal zur Wiederholung. Der Buchungssatz lautet 0600 Geschäftsausstattung an 2700 Kassa mit dem Betrag von 2000 Euro. Und ich hoffe, du weißt es noch. Dieser Strich, den ich als an ausgesprochen habe, der teilt die Seiten soll, also links vor dem Schrägstrich, und haben, das ist alles das, was rechts von diesem Schrägstrich abgebildet ist. Und wir müssen diesen Buchungssatz nun eben eintragen. Das Konto Geschäftsausstattung, das sehen wir, wird hier auf der Sollseite gebucht. Daher buchen wir auf dem Konto 0600, 27.02., das ist das Datum, zu dem wir diesen Schreibtisch erworben haben. Das Gegenkonto ist die Kassa. Das Gegenkonto ist also jenes Konto, das auf der Habenseite gebucht wird. Und damit ich immer weiß, welches das Gegenkonto ist, wird dieses auf dem Konto Geschäftsausstattung hier vermerkt. Gebucht wird die Sollseite mit dem Betrag, mit dem Wert des Schreibtisches von 2000 Euro. Damit haben wir die Sollbuchung abgeschlossen. Du weißt, wir haben ja die doppelte Buchführung. Daher müssen wir die 2000 Euro ein zweites Mal erfassen. Und wo?
klarerweise auf dem Konto Kassa. Hier buchen wir 27.02. Das Gegenkonto ist klarerweise nun das Konto Geschäftsausstattung. Hier haben wir ja die 2.000 Euro auf der Sollseite gebucht. Und die 2.000 Euro, die landen auf dem Kassakonto auf der Habenseite. Nun haben wir also diesen Buchungssatz doppelt erfasst. Einmal auf der Sollseite auf dem Konto Geschäftsausstattung und einmal auf der Habenseite auf dem Konto Kassa. Nochmal zur Wiederholung. Beide Konten, also sowohl das Konto Geschäftsausstattung wie auch das Konto Kassa, sind aktive Bestandskonten, also Teil der Bilanz, Teil der Aktivseite, der Sollseite der Bilanz. Das Konto Geschäftsausstattung ist mehr geworden. Wir haben ja nun mehr Schreibtische im Unternehmen. Mehr geworden heißt, wir buchen auf der Seite des Kontos, wo es zu Hause ist, auf der Sollseite. Das Konto Kassa ist leider weniger geworden. Wir mussten ja den Schreibtisch bezahlen. Die Buchungsregel lautet, wird ein aktives Bestandskonto weniger, dann wird auf der anderen Seite gebucht, wo es zu Hause ist. Zu Hause ist die Kassa, wie wir wissen, in der Bilanz auf der Sollseite. Die Kassa wurde aber weniger und daher buchen wir die 2.000 Euro hier auf diesem Konto bei diesem Buchungssatz auf der Habenseite. Vielleicht hast du dich bereits gefragt, warum diese Darstellungsform T-Konto heißt. Ganz einfach, hier haben wir das T. Kannst du es erkennen? Sowohl beim Konto Geschäftsausstattung wie auch beim Konto Kassa ist deutlich eine T-Form erkennbar. Und dieses T teilt eben soll von haben. Leider ist diese Form der Darstellung nicht gerade platzsparend. Daher zeige ich dir an dieser Stelle noch eine andere Darstellungsform. Du siehst, diese Darstellungsform ist deutlich platzsparender. Auch hier haben wir wieder unsere beiden Konten 0600 Geschäftsausstattung und 2700 Kassa. Die Buchungssätze, die habe ich dir bereits eingetragen. Auch hier handelt es sich quasi um T-Konten. Du siehst auch hier ein T abgebildet, das die Sollseite von der Habenseite trennt. Und du siehst, auf dem Konto 0600 haben wir ebenfalls dieselben Dinge eingetragen, das Datum, das Gegenkonto und die 2000 Euro auf der Sollseite und auf dem Kassakonto ebenfalls das Datum 27.02., Gegenkonto Geschäftsausstattung und hier finden wir die 2000 Euro auf der Habenseite. Du siehst also, die Darstellungsform ist eine leicht andere, aber die Aussage ist dieselbe. Und weil ich dir dies nun so schön und langsam erklärt habe, spendierst du mir sicher ein Like für dieses Video und lässt auch ein Abo da, damit du künftig keine neuen Videos mehr versäumst. Sollten Fragen offen geblieben sein, dann pack mir diese bitte gerne in die Kommentarsektion. Für heute sage ich danke fürs Zusehen, hab noch einen schönen Tag, viel Erfolg für deine Prüfungen und wir sehen uns sicher ganz bald wieder beim nächsten Video. Bis bald! Ciao!